Meine Freunde, Tanzverbot hat ein Video hochgeladen. Meine aktuelle Situation mit Lola. Tanzverbot Streaming Highlights vor 4 Tagen. Ich bin gespannt. Ich habe Lola und Tanzverbot auf der Gamescom gesehen. War mega disrespectful von mir. Ich bin einfach nicht aufgestanden, als Tanzverbot hergegangen ist. Im Nachhinein bereue ich das mega, weil es halt voll wirklich respektlos ist, wenn du einfach so sitzen bleibst. Aber wir sind den ganzen Tag herumgelaufen, haben uns alle Hallen angeschaut und dann in dem Moment wollte ich halt einfach nur sitzen und dann ist er hergekommen und ich so, yo, was geht, dies, das. Und im Nachhinein habe ich mir gedacht, was bin ich eigentlich für ein Arschloch, dass ich nicht aufstehe. Kontakt nach Trennung direkt. Tanzverbot, wenn du das siehst, es tut mir leid. Es hat sich also... Außer jetzt, also jetzt haben wir seit 3 Tagen oder so nicht geschrieben, weil wir einen kleinen Konflikt miteinander hatten. Also wir haben jetzt 3 Tage nicht mehr miteinander geschrieben. Aber da, und jetzt ist sie natürlich auch in Deutschland irgendwo unterwegs und naja, es ist ja. Jedenfalls jetzt gerade so, das ist jetzt so, jetzt haben wir gerade so Abstand voneinander und jetzt funktioniert das gerade auch nicht schreiben, so ist auch mal. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass ich irgendwie 15 Stunden am Tag COD zocke, gerade, keine Ahnung. Aber davor, also seit der Trennung haben wir, ganz am Anfang waren wir mal 4 Tage auseinander und trotzdem, sonst haben wir die ganze Zeit aufeinander gehangen, so. Also da hat sich nichts nach Trennung angefühlt. Aber natürlich ist das scheiße. Und wie lange waren die jetzt zusammen, Chat? So ungefähr ein Jahr wahrscheinlich, oder? Natürlich ist das scheiße, wenn man in der Öffentlichkeit steht. Ja, ich wollte es gerade sagen. Nicht nur weil man damit irgendwie die ganze Zeit belabert wird, sondern auch, weil man dann irgendwie nie Abstand voneinander gewinnt. So, man hat immer die Möglichkeit, irgendwie zu sehen, was die Person macht. Und man hat dann auch diese Eifersuchtsgedanke, so, weißt du, das ist so, ah, jetzt da, das ist, ja, das ist ach, alles scheiße. Ja, das ist ja so schön, die Liebe auch ist und so schön die Zweisamkeit sein kann. Oft hat man dann auch so diesen Gedanken, ey, du warst mal an einem Punkt in deinem Leben, wo du irgendwie keine Grundabhängigkeit von einer anderen Person auf emotionale Art und Weise hattest. Und ich bin... Ganz ehrlich, manchmal wünscht man sich so diesen Punkt zurück, wo man irgendwie so, was heißt frei, wo man so emotional unabhängig war, weil das ist halt schon sehr, das kann schon sehr schnell lebenseinschränkend sein und das ist halt schon, gerade in so einem Bereich, wo man halt irgendwie auch immer eine bestimmte gute Laune versprühen muss, wie das jetzt hier, das Internet-Ding, ist das natürlich nicht unbedingt förderlich, wenn man denn da so eine emotionale Belastung hat, wobei ich dann halt leider auch noch zugeben muss, dass ich halt mit Trennung oder generell Beziehungsstress nicht wirklich gut umgehen kann. Also ich kann andere Dinge kann ich sehr geil und easy abblocken, aber das ist halt immer was mich dann halt eine längere Zeit mitnimmt und voll in Beschlag nimmt. So. Safe, Alter. Also ich hatte ein paar Beziehungen in meinem Life, aber ich bin froh, dass ich das alles... Also, dass ich so dieses ganze Schluss machen und dann wieder neu suche und sowas, das habe ich hinter mir. Ja, Bro, einfach richtig scheiße. Vor allem, ich denke mal auch, damals war ich ja nicht in der Öffentlichkeit. So, damals war ja kein Problem, wenn du dich so auf so einer Dating-Plattform anmeldest oder wenn du irgendwann mal so einen Korb kassierst oder so, ist ja kein Thema. So fucking ist ja scheißegal, die Person sieht dich halt nie wieder. Aber jetzt ist halt so, ich würde mich legit, glaube ich, nicht mehr anmelden auf so einer Dating-Plattform. Weil ich einfach keinen Bock habe, dass dann Leute mir so schreiben, hey, yo, habt ihr hier auf Tinder gesehen oder die schreiben mich dann an so, yo, bist du nicht Küser, will ein Safe die ganze Zeit machen. Und gleichzeitig habe ich aber auch keinen Bock oder hätte ich auch keinen Bock, mit irgendwem zusammenzukommen, der danke dir, Annie, der mich kennt als Person öffentlichen Lebens, weil obviously ich bin halt privat, erstens bin ich anders und zweitens fände ich es unangenehm, eine Person kennenzulernen, die ich noch nicht kenne, aber sie kennt dich oder sie expected gewisse Dinge von dir. Sie expected halt, dass du, weiß nicht, immer gut drauf bist oder immer Power hast und immer dies und das und jenes. So, wenn ich nach dem Stream nach Hause gehe, dann werde ich den ganzen Tag nur noch auf der Couch liegen und keine Ahnung, kein Wort mehr sagen, so. Weißt du halt, was so ist? Halt, keine Ahnung, ich bin auch ganz normal dabei. Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist der Grund, warum viele prominente Menschen, Menschen des öffentlichen Lebens, Personen des öffentlichen Lebens, andere Personen des öffentlichen Lebens auch daten, weil sie halt genau wissen, okay, wie das halt ist. Und du willst ja auch nicht irgendwie du willst nicht über jemandem stehen, weil er quasi ein Fan ist und er schaut halt zu dir hinauf. So, das ist ja keine, so kannst ja keine Beziehung eingehen, sondern du willst jemanden kennenlernen, der keine Ahnung hat, wer du bist. So, und dann lernt ihr euch gegenseitig kennen und dann irgendwann kannst du sagen so, yo, ich bin by the way Fame und hab einen riesen Kork. So, dann kannst du es sagen, ja. Emotionale Abhängigkeit tut weh, ja, aber die entsteht automatisch, wenn man eine Person liebt. Und sich das dann irgendwie auseinanderentwickelt oder was auch immer. Weißt du, was ich meine?
Und Respekt vor Leuten, die das abbrechen können. Die so sagen, Trennung, Schluss, fertig und dann so, oh, Alter, geil. Der hat sich so perfekt abgelenkt und juckt gar nicht mehr. Aber ich kann das nicht, Alter. So, wenn wir jetzt abbrechen, das würde bestimmt 1, 2, 3 Monate, würde ich da intensiv dran denken. Und ich wüsste auch nicht, wie man da wegkommen würde. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist einfach, dass man mit etwas Glück halt eine andere Person findet, in die man sich verliebt, was meiner Erfahrung nach einfach nicht funktioniert, weil ich habe mich 3 Jahre in keine andere Person von meiner letzten Beziehung zu der nächsten verliebt. So, man hat halt Kontakt mit Frauen, aber hat halt kein Empfinden. Full Homo. So, weißt du, was ich meine? Man hat halt keine Liebe verspürt. Sowas dauert halt ewig. Was wahrscheinlich auch so eine Ab-Block-Funktion von der letzten Beziehung war, weil ich da halt auch so lange hinterhergeheult habe. Ich sag einfach so, die jetzt fernab davon, was jetzt gerade ist und ich sag, die unbeschwerteste Zeit war eigentlich die, wo ich noch keinen Frauenkontakt hatte. Ich war ja bis zu meinem 19. Lebensjahr, hatte ich keine Freundin, Jungfrau, keinen Kontakt, kein Nichts. Ich habe zwar meine geguckt, aber hatte sonst mit Sexualität und diesem ganzen Zeug überhaupt nichts zu tun. Und das war eigentlich so, das war so die unbeschwerteste Zeit gewesen. Ich habe am PC gezockt, ich habe meine Videos gemacht damals. Gut, damals wurde ich noch gehatet, also so unbeschwert war das nicht. Aber dahingehend war es schon sehr unbeschwert. Und ich will jetzt nicht sagen, dass ich mir jetzt wünschen würde, dass Lola nicht da wäre. Aber ich sag, ich bin ganz ehrlich, dass diese emotionale Abhängigkeit halt schon sehr nervig ist. Ja. Gerade wenn man dann halt auch noch nicht in diesem perfekten Zusammensein gerade miteinander ist, sondern gerade so diese Situation herrscht, wie sie jetzt gerade ist, in Kombination damit, dass alles auch noch öffentlich ist, man sich überall wiedersehen wird, man gar nicht die Möglichkeit hat, Distanz aufzubauen miteinander, weil irgendwie alle 3 Wochen irgendein Event ist, wo man eh wieder aufeinander trifft. Das ist dann so, und dieses auf ein Event, dann ist man auch noch eingeladen auf dieselben Party, so, und dann dieses so sich absichtlich ignorieren, das ist auch scheiße, und dann guckst du doch dahin und dann, oh, sie spricht doch mit jemandem, und dann machst du dir wieder den Kopf und das ist so, Alter, das ist so wirklich... Ich hab mir das immer gewünscht. Das ist halt for real das Ding. Da, aus dem Grund darfst du dann einfach niemals was mit irgendjemandem anfangen, der in der gleichen Klasse ist wie du. Ich hatte das nicht. Also ich hatte damals einen Crush auf ein Mädchen und sie auch auf mich, aber wir haben irgendwie nie was angefangen, weil ich mich nie getraut habe. So. Es wäre eh nie was, also es wäre eh nichts Heftiges geworden oder so. Das wäre halt so Kindergartenbeziehung. Also das war nicht im Kindergarten, ihr wisst, was ich meine. So, aber wenn es nicht funktioniert, und das ist ja bei den meisten Beziehungen in dem Alter so, keine Ahnung, in fucking 13, 14 Jahren oder sowas, dann bist du halt, ja, bist halt vielleicht mal länger zusammen oder mal kürzer, aber im Endeffekt mit 13 Jahren hast du halt gar keine Ahnung, was du für ein Mensch als Erwachsener quasi bist oder was du für Interessen hast oder was du für, von mir ist für eine politische Einstellung hast, weil so blöd sich das anhört, aber es würde mich halt einfach mega anpissen, wenn ich jetzt so, keine Ahnung, komplett links wäre oder komplett rechts wäre und mein Partner wäre aber das Gegenteil. So, du kannst es mit dir selber vereinbaren, aber es ist halt einfach, also auf Dauer ist es halt for real nervig. Ich habe kein Tinder-Profil, ich bin seit Jahren in einer Beziehung. Ich meine halt eben, wenn ich Single wäre, dann würde ich mir auch keins machen oder würde ich nicht auf Tinder gehen oder sonst was, weil ich halt keinen Bock drauf hätte, dass halt, also klar, ist jetzt nicht irgendwie unangenehm oder sonst was, nur ich habe halt einfach, ich will halt einfach ich bin in einer Beziehung, so, aber ich würde mein Beziehungsleben versuchen, so privat wie möglich zu halten. Deswegen würde ich halt maximal, wenn ich irgendwen so über Ecken kennenlerne, der, wo ich weiß, okay, du kennst mich nicht, da kannst du es dann probieren. Na? Aber wenn ich halt, sobald ich halt weiß, ja, okay, die Person kennt mich, never. Never ever. Eine Freundin zu haben, die auch im Internet ist, die auch dieselben Interessen hat, aber eigentlich ist das gar nicht so cool. Ich weiß nicht. Das Holzzimmer war wirklich wild. Alter, diese Kabine damals war der größte Müll überhaupt. Real Talk. Es war einfach Müll. Diese Kabine hat nichts gebracht. Beziehung einfach nicht öffentlich machen und gut ist, finde ich schwierig. Ja, schwierig. Es gibt halt diese zweierlei. Meine erste Freundin war komplett, das war auch so eine Introvertierte. Das war so eine, wenn sie jemand beleidigt, dann hätte es ihr wirklich geschadet. So, damit hätte man öffentlich nicht umgehen können, das nervt mich. Das hat mich auch emotional belastet. Ich konnte nicht mit ihr rumlaufen, weil ich nicht wollte, dass irgendwelche Leute Fotos machen oder sonst was. Das finde ich bei Lola schön. Ich konnte die öffentlich küssen, ich konnte machen, was ich will. Es juckt nicht. Es war scheißegal, ich konnte mit ihr rumlaufen, was auch immer, Händchen halten. Gut, Händchen halten, ich hasse das. Ich mache das überhaupt nicht gerne. Ich finde das, also egal in was für ein Verliebtheitsstatus man ist, ich kann kein Händchen halten. Ich finde das, fühlt sich komisch an.
ich bin generell, glaube ich, nicht so, ich bin nicht so ein Typ mit Romantik und Kerze und sowas. Ich glaube, ich bin sehr stumpf, was das angeht. Ja, da steht aber ein Kerzchen, ha? Sehr unemotional da hinten. Keine Ahnung, woher das kommt, aber das ist halt, das ist schon. Ja. Also dahingehend, das finde ich schon sehr schön, dass es so öffentlich war. Dann konnte man da auch einfach einfach hausieren in der Öffentlichkeit mit. Das ist schon, das zieht schon stark an den Nerven, wenn man eine geheime Beziehung hat, die keiner sehen darf oder keiner sehen soll, dann verbringt man schon sehr viel Zeit damit, das irgendwie zu verstecken. Und am Ende hängt man nur zu Hause im Bett. Am Ende, was mir auffällt, wenn man in einer Beziehung war und irgendwie, ich habe ja keine Scheiße erlebt, also mir ist hoffentlich nie jemand fremd gegangen oder irgendeine Scheiße passiert. Ich hoffe, ich werde auch niemals im Nachhinein erfahren, dass irgendwie sowas in der Art passiert ist oder sowas. Ich glaube, das würde mich übelst ab... Aber, dann sagt man sich nach dieser emotionalen Erschwernis, die man denn die ganze Zeit hinter sich hat nach einer Trennung, sagt man sich ja dann immer, nie wieder Beziehung. Ich habe keinen Bock, mich nochmal darauf einzulassen. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, jeder, der schon mal so eine Scheiße durchlebt hat, irgendwie so diese... sowas sagt man sich irgendwie immer, oder? Sagt man so, ich habe keinen Bock mehr darauf, das mache ich nicht. Und irgendwie passiert es dann doch immer wieder und immer wieder. Ja, aber eigentlich ist dieses Unbeschwerte, wenn man wirklich... Also, das ist auch scheiße. Nein, das ist auch falsch. Also ich hatte das damals so, ich bin jemand, ich habe nicht viele Freunde, also ich habe legit, wie viele wirklich Freunde habe ich? So 3 oder 4 Maximum. Ich habe halt legit seit Ewigkeit, also ich habe keine vielen Freunde oder so. Da habe ich letztens, das war so geil, da habe ich eine Anfrage bekommen von einem von so einem Art Erlebnis-Ding, so wie wenn du jetzt Paintball spielen gehst oder Lasertag oder sowas, ne? Und der hat gesagt so, ja, du kannst da gerne mal vorbeikommen mit ein paar Freunden und zocken. Und ich habe gesagt, Bro, ich kann nicht vorbeikommen mit Freunden. Ist ja wurscht. Genau, damals hatte ich immer, ich habe den ganzen Tag immer was gemacht mit meinem besten Freund. So, und das war halt immer so eine Person in deinem Leben. Wir haben wirklich den ganzen Tag nur so gezockt und so, ne? Und es war dann immer so eine Person in deinem Leben. Und jetzt... habe ich halt meine Freundin und ich mache halt alles so mit meiner Freundin. So, weißt du, was ich meine? So, keine Ahnung, halt den ganzen Tag halt zu Hause chillen oder dann essen gehen und dann dies machen und auf Urlaub fahren. Und so. Du klebst halt einfach aufeinander. Und das war halt einfach damals so bei meinem besten Freund, so wie das jetzt bei meiner Freundin ist. Na, halt obviously, Beziehung so ist halt nochmal anders. Aber wenn ich komplett alleine wäre, dann wäre das für mich gar nichts. Dann würde ich halt voll abdriften. Dann wäre ich wahrscheinlich, wenn ich jetzt legit keine Freunde hätte und keine Beziehung, dann würde ich wahrscheinlich jeden Tag streamen und jeden Tag extrem viel arbeiten und, weiß nicht, viel zu viel Output haben, weil ich mich halt darin versenken würde, weil ich habe eh nichts anderes zu tun. So, ich hab nichts anderes zu tun. Der einzige Grund, warum ich dann, warum ich nicht auch noch am Abend streame, ist, weil ich auch mal Zeit verbringen will mit meiner Freundin. So, aber wenn keiner von meinen 2, 3, 4 Freunden, die ich habe, Zeit hat, dann habe ich nichts zu tun. Dann kann ich jetzt streamen. Dann kann ich am Vormittag streamen, weil da arbeiten eh alle. Dann kann ich am Nachmittag streamen. Dann kann ich währenddessen Video machen. Dann kann ich währenddessen das machen. Das wäre halt mein Ding so. Das ist falsch. Man will immer das, was man nicht hat. Dann machst du dich halt komplett kaputt. Kann. Das ist immer schwierig zu sagen. Ich will damit nicht Lola schlecht sprechen. Mir geht es jetzt einfach nur um diese emotionale Bedrängnis. Darum geht es mir gerade, für mich selbst. So, als ich Single war... Aber damals, ich weiß noch, Entschuldigung, damals als... Warum entschuldige ich mich? Das ist mein Stream. Damals, als ich Single war und nicht so viel so mit meinem besten Freund oder so gemacht habe oder halt einfach nicht viel mit Freunden gemacht habe und aber normal gearbeitet habe oder normal in der Schule war, da hat sich dann der restliche Tag angefühlt, als würde ich den Tag verschwenden. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe dann einfach nur vor dem Laptop gechillt, habe YouTube-Videos geschaut, dies, das, und habe aber nichts so gemacht. Und das hat sich einfach verschwenderisch angefühlt und einfach, wenn du dann einen Monat und dann ein halbes Jahr und dann ein Jahr verschwendest, weil du einfach gar nichts machst, außer eben zu arbeiten und arbeiten musst du sowieso die ganze Zeit, dann ist das einfach, das hat mich einfach extrem psychisch belastet. Deswegen weiß ich halt, ich würde mich in die Arbeit reinflüchten, damit ich dieses Gefühl von verschwendeter Zeit nicht habe. Da habe ich mich einsam gefühlt. Wenn man in einer Beziehung ist, hat man irgendwie Angst davor, wenn man so eine emotionale Gefangenschaft hat. Das ist immer schwierig, Alter. Wovor ich Angst hätte, so wenn Leute mir erzählen, ey, wir waren 8 Jahre, 10 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre zusammen.
was macht das mit einem? Ja. Also da kann ich ja nicht mal ansatzweise von sprechen. Also mich haben ja 1,5 Jahre schon auseinandergenommen. Oder 2 Jahre. Okay, 2. Aber wie muss das sein, wenn man wirklich sein halbes Leben miteinander verbracht hat? Wenn man wirklich 10, 15, 20 Jahre zusammen war und sich dann trennt. Davon erholt man sich doch nie, oder? Das geht doch gar nicht. Warum man sich nach so einer Zeit trennt? Ja, die Interessen können sich halt verschieden entwickeln. Und ganz wichtig ist auch, dass man für sich erkennt, liebt man die Person oder braucht man die Person, weil man sich dran gewöhnt hat. Ich glaube, viele Beziehungen basieren gar nicht darauf, dass man sich noch wirklich liebt, sondern dass man sich einfach so in den Alltag integriert hat, dass man irgendwie zusammenlebt, dass man halt sich einfach nicht trennen kann. Und darüber habe ich mit meiner letzten Beziehung ja auch mal Gedanken gemacht. Oft so auch finanziell. Musst du vorstellen, viele Leute kommen jung zusammen, holen sich dann Kredit für Wohnung oder Haus oder sonst was, können sich das aber halt nur zusammen leisten, dann kannst du nicht auseinandergehen. Oder du gehst auseinander und der andere ist halt einfach gefickt. So. Das eigentlich, war das noch wirklich, also nicht jetzt Lola. So, weil Lola ist immer noch, Lola liebe ich immer noch so, das geht ja nicht einfach weg. So, das ist ja nicht einfach so plapp, man trennt sich und man liebt nicht mehr. Aber bei meiner letzten Beziehung habe ich mir diese Frage wirklich gestellt. Wir haben jetzt so viel aufeinander gehangen, war das eigentlich nur ein Brauchen, weil wir im Alltag einfach irgendwie uns jeden Tag gesehen haben und es irgendwie schön war, zusammen einzuschlafen, oder war das noch Liebe? Das ist halt schwierige Frage. Mein Vater hat sich nach über 25 Jahren von meiner Mutter getrennt, er hat jetzt eine Freundin. Ich weiß nicht, wie sowas ist, Alter. Wenn man wirklich so viel Zeit miteinander verbringt, das erholt sich doch nicht mehr. Ich habe auch einen mies Respekt davor, wie können die danach noch befreundet sein? Das sehe ich ja gar nicht ein. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich bin ich mit dir befreundet, währenddessen du da mit irgendeinem anderen schon rumpimperst. Ich sag mal, ey, wenn man nicht mehr zusammen ist, mach, was du willst. Je nachdem, wie man sich darauf geeinigt hat. So, weißt aber du? Ich glaube, wenn du nach 25 Jahren dann dich trennst, dann ist es wirklich so, okay, da ist halt einfach nichts mehr wirklich übrig. Da ist halt dann nur noch diese Abhängigkeit, weil du, oder halt dieser komfortable Status, so, ja, okay, wir sind halt zusammen und deswegen ist halt einfach so. Na, aber wenn dann wirklich gar keine Liebe mehr so übrig ist und so, und das schon seit Jahren nicht mehr, dann lass ich mir einreden, dass du halt noch einfach so also erwachsen halt damit umgehst und sagst so, yo, keine Ahnung, wir sind halt einfach so befreundet oder so. Aber wenn du jetzt 1 Jahr, 2 Jahre oder halt noch kürzer mit jemandem zusammen bist und dich dann trennst, keine Ahnung, ich habe letztens, witzigerweise, da habe ich meine erste Freundin gesehen. Da war ich weiß gar nicht, wie alt ich war. Ich könnte es euch legit nicht sagen. 14 oder so? Da war ich mit einer zusammen und das war keine gesunde Beziehung, sie war richtig scheiße zu mir. Und dann war ich Tischtennis spielen, da gibt es so einen Tischtennistisch im Freien mit meinem besten Freund. Und ja, mit 14 ungefähr, ich weiß nicht, ja, so ungefähr mit 14. Und da gab es einen Tischtennistisch im Freien und dann ist sie so an uns vorbeigelaufen und er sagt so, yo, das war die Ding, gell? Und ich so, ja, na, war sie nicht. Und dann kommt sie so wieder, weil sie ist so vom Einkaufen gegangen. Und ich so, yo, was geht ab? Und sie so, was geht ab? Du schaust genauso aus wie früher. Und ich so, ja, du schaust auch genauso aus wie früher. Und so, das war voll witzig. Musst du forschen, das ist, wenn das mit 14 war, dann ist das 10 Jahre her. Bruder, das fühlt sich an, als wären es so 3, 4 Jahre gewesen. Aber halt so, jetzt, ich könnte halt wieder ganz normal so mit ihr reden und mit ihr so Ding, so, das ist halt, fucking Gefühle sind halt schon lange weg. Weißt du, was ich meine? So. Und ich denke mir, wenn du halt dann 24 Jahre in einer Beziehung bist und die Gefühle sind dann auch schon 10 Jahre weg, dann bist du halt auch nicht mehr so, yo, keine Ahnung, ich bin jetzt nicht eifersüchtig, wenn sie irgendwas macht oder sowas, weißt du, das ist mir halt scheißegal. Ich meine aber, ich glaube, das ist eine andere Situation. Ich könnte doch nicht befreundet sein mit einem Ex-Partner, vielleicht irgendwann nach 3, 4 Jahren, wenn man dann wirklich emotional kompletter drüber hinweg ist. Aber ich kann mir, wenn du 20 Jahre mit jemandem zusammen warst, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass es nach 4 Jahren vorbei ist. Dass du den Menschen abgeschlossen hast und so gar nicht mehr dieses Empfinden dafür hast. Oder du gehst durch die Wohnung, plötzlich erinnert sich vieles an sie. Also das ist sowieso der größte Schmutz. So, scheiße, man geht man nirgendwo mit eurer Freundin hin, Alter, am Ende. Ein Ort, den ihr auch alleine mögt. Am Ende verbindest du alles mit ihr. Ein schöner Ort, auf einmal ist der Ort scheiße, weil du da alleine bist. Das ist ja übernervig. Bro, sorry, aber das Thumbnail, das ist ein bisschen überhastet gemacht, oder? Ja, aber gutes, sehr, sehr starkes Video. Fühle ich extrem. Ist absolut beschissene Situation. Aber was willst du machen?